Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Am Anfang erfährt ihr immer, wo ihr uns finden könntet, nämlich auf quasi jedem Social Media Kanal dieser Welt, bis auf Mastodon. Aber das kommt auch noch. Diese Folge wird unterstützt von AG1. AG1 kennt ihr wahrscheinlich schon. Es ist eine Ergänzung meiner Nahrungsaufnahme und bietet mir eine abwechslungsreiche und ausgewogene Mischung aus allem, was für mich gut ist. Gerade jetzt in der Vorbereitung zum Innsbruck Elbel Trail Festival ist es eine Ergänzung und schaut immer drauf, dass sie energiegeladen und frisch quasi in mein Training eingeht, das sie in den letzten Monaten ja wirklich intensiviert hat. Und AG1 hat halt extrem viele wichtige Nährstoffe drinnen. Du bist für jedes Abenteuer gewappnet und es ist in der Früh einfach Anlöffel rein, schütteln, trinken und in 30 Sekunden hast du alles erledigt, was du eben so brauchst. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen unseres Podcasts. Auf athleticgreens.com/laufendendeckend erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu euren AG1 Abos hinzu. Also nochmal, athleticgreens.com/laufendendeckend. Das Ganze ist ein Abo-Modell, ihr kriegt das monatlich freihaus geliefert, ihr könnt den Lieferrhythmus beliebig anpassen, ihr könnt es unverbindlich testen, es gibt eine 60-Tage Geld-Zurück-Garantie. Ihr könnt es natürlich auch einmalig bestellen, allerdings dieses Vitamin D und die Travel Packs gibt es beim Abo-Abschluss gratis dazu. Und wir wollen euch dieses Mal bitten, dass ihr einfach, wenn ihr fertig seid mit der Folge, hergeht's oder auch gleich jetzt da und uns einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, entweder auf Spotify oder auf iTunes, weil wenn mehr Menschen uns hören, sind mehr Menschen glücklich. Und das ist unser höchstes Ziel, dass wir viele Menschen glücklich machen. Und mit mir meine mich und den Flo. Hi Flo. Servus, ich finde nicht, dass wir viele Menschen glücklich machen wollen. Ich finde, unser Ziel ist, vielen Menschen viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Und deswegen sollten wir uns 5 Sterne geben. Ja, fair. Nimm ja. Also entweder Glück oder Geld. Ja, das ist quasi ich würde mal sagen, das Glück der anderen ist das Geld für uns. Und wenn wir viel Geld haben und glücklich sind, sind die anderen auch glücklich. Ja, das ist richtig. Und unseren Glücksbringer, also quasi sowas wie ein Glücksgnom, an dem man sich reibt, bevor man einen Wettkampf startet, haben wir auch diesmal auch dabei, nämlich unseren Trainer. Hi Christoph. Hallihallo, grüße euch miteinander. Wir haben diesen Podcast noch keine 2 Minuten und der Christoph greift sich schon im Kopf. Also ich glaube, das ist ein toller Start in eine tolle Folge. Das oberste Ziel ist, ein Trainer muss genauso wenig Spaß machen wie uns. An dem arbeiten wir echt Tag für Tag ganz, ganz hart. Man möchte sagen, fast noch härter als an dem Training, das er uns aufgibt. Niemals werdet ihr das schaffen, niemals. Ja, wir haben schon das Öfteren besprochen, dass um Trainer zu sein, man irgendwie ein gern Leute leiden sehen muss. Anders geht es, glaube ich, nicht. Und von daher ist, glaube ich, deine Toleranzgrenze ziemlich hoch. Aber wir gehen auch die unmöglichen Aufgaben an. Ich warte darauf, dass der Trainer uns als Mentalcoach braucht, weil er uns sonst nicht aushält. Ja, wunderbar. Ja, ich glaube, das Bier ist wieder in Aktion jetzt beim Spar oder so. Das hilft auch. Ja. Wir haben uns diese Folge überlegt, so in 2 Teile zu teilen. Einerseits haben wir einige Trainerfragen gesammelt, die von werten Zuhörerinnen eingeschickt worden sind. Und andererseits wollten wir dann noch so ein bisschen den IATF, der stattgefunden hat oder noch stattfinden wird, je nachdem, wann ihr die Folge hört, aber so eine kleine Prä-IATF-Peter-Folge daraus machen. Also wenn ihr das jetzt hört, dann kann man es gleich sagen, es gibt Live-Tracking und zwar auf der Innsbruck Alpine-Seite oder ihr findet das auch bei uns auf Instagram und Facebook, wie ihr uns verfolgen könnt, nämlich von Freitag auf Samstag in der Nacht bis Samstag frühen Nachmittag wahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir das erste Mal in die Trainerfragen ein.
Wir haben da einen Haufen Fragen bekommen und gehen jetzt einfach mal chronologisch von oben nach unten durch. Die erste Frage, da geht's um das Pedelec-Grundlagentraining, ist mir ehrlich gesagt kein Begriff, das soll irgendwie eine 5-Tage-Woche mit 300 Minuten Grundlagentraining sein. Und der Fragestellende meint, dass man oft hört, dass erst ab 45 Minuten und einer Stunde Grundlagentraining wirklich anfängt, effektives Grundlagentraining zu sein. Ob das quasi was jetzt was bringt oder nichts bringt. Ja, wenn man quasi nur so unter Anführungszeichen wenig Grundlagentraining macht. Was zum Henker ist überhaupt ein Pedelec? Ich habe doch keine Ahnung. Trainer? Ja, also ich kenne das in dem Zusammenhang auch nicht wirklich, aber ein Pedelec an und für sich ist ein elektrisches Rad, das aber nur unterstützt, wenn du auch trittst. Ah, also quasi ein Mofa, wo du mittreten musst, also quasi ein E-Bike. Ja, aber es gibt E-Bikes, die einfach so auch fahren können. Glaube ich. Ja, und genau. Das Pedelec ist das, was du mittreten musst. Okay. Genau. Ich meine, sowas gibt es ja auch bei Laufbändern, wo du die quasi nur laufen, wenn du, habe ich vergessen, wie die heißen, wo du quasi selbst das Laufband irgendwie antreiben musst, indem du laufst. Ach so, ja, das haben ganz oft diese Crossfit-Menschen, diese gebogenen Laufbänder, die kosten quasi einen Schlapf, aber dafür hast du halt überhaupt keinen Motor drinnen. Ja. Ich meine, das kann eigentlich auch nichts hinwehren. Genau. Ich glaube, was ich so aus dieser Frage aber rausziehen würde, ist Grundlagentraining macht quasi, ob jetzt so eine Stunde Grundlagentraining Sinn macht oder ob da so irgendwie, das würde ich dir als Quintessenz irgendwie aus der Frage rausnehmen. Schinder? Ja. prinzipiell kann man das nicht so verallgemeinern. Also es hängt immer davon ab, wie der Trainingszustand gerade ist. Ja, diese allgemeinen Aussagen, dass Grundlagentraining erst ab einer gewissen Zeit stattfindet, hat natürlich von der Energiebereitstellung her einen Hintergrund und macht Sinn. Wir unterscheiden da bei der Energiebereitstellung je nach der Zeit, der Ausdauer. Und in dem Fall wäre es also prinzipiell gibt es Kurzzeitausdauer, Mittelzeitausdauer, Langzeitausdauer. Und in dem Fall ab 45 Minuten wird das in der Langzeitausdauer, da gibt es noch Unterscheidungen zwischen 1, 2 und 3. Langzeitausdauer 1 ist zum Beispiel bis zu 30, 35 Minuten. Wo du halt überwiegend von der Energiebereitstellung Glukose verarbeitest, verbrennst und im Langzeitausdauer-2-Bereich dann von 30 bis 90 Minuten hast du dann schon ein Mischverhältnis beim Glukose-Fettstoffwechsel. Das heißt, da ja, tut sich schon ein bisschen mehr bezüglich dem gewünschten Ziel des Grundlagentrainings. Wenn du jetzt auch nur, weiß ich nicht, 30 Minuten Radl fährst, ja, zum Beispiel, dann bist du natürlich auch in einem überwiegenden Glukosemetabolismus unterwegs. Ne? Das heißt, für das eigentliche Grundlagentraining wird es eventuell ein bisschen zu wenig sein, aber wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, wo du herkommst. Wenn du erst mit Ausdauertraining beginnst und noch nie laufen warst, dann wird auch ein Intervalltraining, das aus Gehen und Laufen besteht und nur 30 Minuten dauert, trotzdem gewisse Stoffwechselvorgänge hervorrufen und natürlich auch deiner Grundlage zugutekommen. Ja. Das ist ja das alte Credo, was man anfängt, wenn man irgendwie anfängt und also zum Laufen anfängt und noch nicht wirklich viel gemacht hat, dass egal was man macht, es bringt einfach alles was, oder? Genau, ja. Ich habe zwei Fragen und zwar die erste ist, was versteht man genau unter Grundlagentraining? Beim Grundlagentraining trainierst deine Grundlagenausdauer, sprich du versuchst
überwiegend den Fettstoffwechsel zu aktivieren. Okay, ja? Also alles, was im Fettstoffwechsel dann stattfindet, genau, das würde man als Grundlage definieren. Also niederintensiv, lang. Low Intensity Training heißt es auf neu, modern Deutsch. Ja, ich weiß. Genau. Ja. Und das Zweite ist, ist es dann als Zusatz, also wenn man jetzt sagt, ich habe einen Trainingsplan XY und ich mache zusätzlich quasi, ich fahre mit dem Radl in die Firma und heim, gilt, also ist das dann hilfreich oder ist es einfach egal? Na, egal würde ich es nicht sagen. Fürs tatsächliche Grundlagen-Ausdauertraining wird es wahrscheinlich eine Spur zu wenig sein. Wenn du es über einen längeren Zeitraum machst, dann noch weniger, weil ja der Körper adaptiert und dann der Reiz nicht vorhanden ist. Aber natürlich bringt es was. Ja. Für je nachdem, wie schnell du fährst, wie viel du vorher deine Speicher gefüllt hast, wenn du das Ganze zum Beispiel nüchtern machst, hast natürlich noch mehr Effekt und kannst vielleicht dann auch viel besser für deine Grundlagenausdauer davon profitieren. Ja. Okay. Und ich meine, wir haben ja die nächste Frage schon so ein bisschen angeschnitten. Da geht es dann halt darum, dass wenn man jetzt Arbeit weg hat von mit dem Fahrrad 30 Minuten, ob das quasi für die Grundlagen, dass man hin und zurück fährt, das heißt, man hat eine Stunde am Tag auf zwei Mal verteilt, ja, ob das jetzt was für die Grundlagenausdauer bringt, wo ich jetzt mitbekommen habe von dir, dass wo du sagst, am Anfang vielleicht ein bisschen was, wenn ich jetzt weniger trainiert bin, wenn ich jetzt von einem trainierten Athleten ausgehe, dann eher weniger, aber es ist trotzdem vorteilhaft, weil es einfach auch Bewegung ist und weil es auch vielleicht auch fürs Laufen eine Abwechslung ist, weil Fahrradfahren halt auch irgendwie schonend ist, weil es also für die Gelenke jetzt und so und weil es einfach Bewegung draußen ist und ich sage mal, Bewegung draußen kann jetzt per se nie schaden. So ist es, ja. Sämtliche Bewegung hat natürlich Vorteile und bringt dir was. Die Frage ist halt immer, in welchem Leistungslevel bewegst du dich, wie adaptiert bist du und welche Anpassungen finden dann noch statt. Ja. Okay. Apropos wie trainiert und untrainiert. Nächste Frage wäre nämlich auch gleich, schnell laufen kennen viele und machen auch viele, dass das eigentlich nicht so viel bringt dann, wie man aus derselben Zeit rausholen könnte, wenn man einfach immer so mit, weiß nicht, 160er Puls dahin galoppiert. Gibt's auch zu langsam, also jetzt auch Laufstil unabhängig, wo man sagt, okay, ab diesem Puls, was weiß ich, ab 90 Puls oder 9er Schnitt bringt's nichts mehr? Also in der Praxis glaube ich kaum, dass das der Fall ist, dass irgendjemand, der hobbymäßig oder ambitioniert laufen geht, dass der zu langsam laufen kann. Stoffwechselvorgänge finden immer statt. Ja. Natürlich, wenn's spazieren gehst, wird wahrscheinlich jetzt zwar gewisse Vorgänge auslösen, regenerativ vielleicht, ja, aber trainingswirksam per se wird es dann halt nicht sein. Ja, also das ist eigentlich der Punkt. Ab einem gewissen Herzfrequenzbereich ist es halt nicht mehr trainingswirksam. Und ich denke mal, wenn du jetzt irgendwie für einen Marathon trainierst und du willst irgendwie, keine Ahnung, 3:30 laufen, was ein klassischer Fünferschnitt ist, und du laufst im Training deine langen Läufe in einem 8-Minuten-Pace, ist ja die Frage, ob das dann, also ich meine, kannst du schon machen, aber ist die Frage, ob du dann damit dann das erreichst, was du erreichen willst, oder? Ja. Also ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der da zu langsam unterwegs ist, ja. Ja, außer du trainierst auf einen Mammutmarsch oder so irgendwas, dass du sagst, ich mache einen 48 Stunden schnell geh oder so irgendwas Lauf, dann gibt es wahrscheinlich sowieso ganz langsam, weil wenn du durchkommst, hast du schon gewonnen, wurscht wie langsam. Ja. Nein. Und ich denke mal nur so, wenn du wirklich auf der Straße laufst, wie der Trainer sagt, ich glaube, dann kannst quasi, dann hast du ja Lust am Laufen und da willst du ja nicht nur jetzt spazieren, sondern auch laufen. Das Einzige, wo ich mir denke, wo man sich vielleicht ein bisschen
Boomerang kann, ist, wenn du dann irgendwie auf die Trails unterwegs bist und dann lieber irgendwie die Gegend anschaust, dass du vielleicht auch mal einen Schritt schneller machst. Aber der Reiz ist ja trotzdem da, denke ich. Du meinst so wie der Basti, der nachher irgendwie komisches Geblühe fotografiert die ganze Zeit oder schau mal die Aussicht und genau, so. Genau das meine ich, ja. Ja. Es ist ein Wanderer mit Trailschuh. Ja, ja. Aber du hast das ja auch schon vorher nochmal angeschnitten, den Nüchternlauf als Reizthema setzen kann. Und aus persönlicher Erfahrung, auch von dem Trainings, die du uns immer ausgibst im Nüchternlauf, sind diese Einheiten ja relativ kurz und meistens auch in der Früh. Du hast es ja schon angeschnitten, das was die bringen, aber was sind noch so Gründe, warum du gern Nüchternläufe in den Trainingsplänen deiner Athleten schreibst? Also ich finde es eine gute Möglichkeit, eine Kombination zu setzen zwischen eben Fettstoffwechseltraining, ja, wenn du es eben nüchtern machst, und gleichzeitig hast du eben einen Regenerationslauf nach einer harten Einheit. Und ja, diese Kombination finde ich einfach sehr passend, ja, weil Zeit ist ja ein knappes Gut bei den meisten. Und insofern finde ich das sehr effizient. Man darf es halt nur nicht so machen wie der Peter, nur weil man in der Früh keine Zeit hat, dann bis Mittag nichts essen und dann zum Mittag nicht am Laufen gehen. Das war ein kleines Hoppala. Genaue Definitionen, so wichtig. Aber du würdest schon sagen, wenn es jetzt, weil du sagst, Zeit ist ja auch ein rares Gut, und wenn ich jetzt wirklich in der Früh keine Zeit habe und ich die Regeneration aber doch machen will, dann verzichte ich halt auf den Nüchternlauf. So wichtig ist er dann auch nicht. Oder da ist es besser, ich laufe und laufe nicht nüchtern, als ich laufe nüchtern, falls ich mich jetzt entscheiden muss. Weißt du, was ich meine? Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Okay. Und ich weiß nicht, die nächste Frage ist, glaube ich, mehr eine Frage an uns. Warum jetzt genau der Trainer? Ich meine, es gibt ja viele, viele andere Trainer. Warum jetzt genau den Schinder von Biesenberg? Naja, bei mir ist es relativ einfach. Also, wenn die Frage an mich gerichtet ist, dann würde ich sagen, einfach nur, weil er so schön ist. Ende. Das ist der einzig wichtige Grund für mich gewesen. Ich gehe immer nach den äußeren Werten. Dann frage ich mich, warum du mit mir einen Podcast hast. Weil es ein Audio-Ding ist. Ja, aber du siehst mich ja. Wusste ich ja nicht. Und in dem Fall sitze ich jetzt neben dir. Das wusste ich auch nicht. Du Peter, danke für die Blumen, aber du kannst ruhig zugeben, dass du gezwungen wurdest vom Flo. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ganz ehrlich. Ja, das ist mir klar, dass du da nicht bewusst bist. Aber warum hast du den Trainer auserkoren? Damals? Das ist eine längere Geschichte, aber ich habe damals eine andere Trainerin gehabt aus Deutschland, die Julia Böttger, die man vielleicht kennt noch. Ich weiß, ich glaube, mittlerweile läuft sie nicht mehr so viel wie damals. Waren es bei dir dann auch optische Gründe? Nein. Also ich muss sagen, du bist jetzt nicht schier, aber das tut mir leid. Nein, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, damals war, ist ein bisschen ein persönlicher Kontakt zu einem Trainer zu haben. Also ich habe ursprünglich einen Trainer genommen, weil ich festgestellt habe, dass ich selbst mir kein guter Trainer bin und mich in eine Meniskusverletzung gelaufen habe und mir dachte, den Fehler will ich nicht nochmal machen. Mit persönlichem Kontakt meinst du eher Feedback und weniger am Trainer reiben, oder? Ja. Ich hoffe nicht, also ich habe jetzt nicht die Ambition, mich am Trainer zu reiben. Christoph, ich mag das nicht. Reiben, ach, bitte. Reiben bitte nicht. Ja, du, der ist Triathlet, also da weiß man nicht so genau. Haben wir noch andere Fragen? Ist so peinlich ein bisschen. Aber ich war die Frage jetzt an dich. Nein, ich bin noch nicht fertig, jetzt lass mich ausreden. Na. Auf jeden Fall, über das Team habe ich dann gehört, dass es dann Trainer gibt und das habe ich dann in Anspruch genommen. Und was ich immer gut fand, ist, dass sich das Training immer weiterentwickelt. Wir sind nie stehen geblieben. Du hast immer was Neues ausprobiert. Man hat immer gemerkt, wenn du von einer neuen Schulung oder was auch immer zurückgekommen bist und neue Trainingsmethoden mitbekommen hast. Und das, ich finde, unser Training hat sich massiv geändert über die Jahre. Und das habe ich immer spannend gefunden, dass es nie dasselbe war. Okay. Sehr schön, das freut mich. Aber die Frage jetzt da an dich, Christoph, warum genau, also wenn man jetzt da in Wien läuft oder Wasserplanschen, Radlfahren laufen macht,
Warum sollte man dich auswählen? Weil es gibt ja, was weiß ich, die Sportordi und den Fritz und Mosböck und Kraus und Lilge und weiß der Geier. Also, warum du? Also erstens mal bin ich der Hübscheste. Spaß beiseite. Spaß beiseite. Worauf ich halt sehr bedacht bin und was ich auch als meinen USB in dem Fall sehe, ist eben, wie auch schon vom Flo kurz auch erwähnt, dass ich halt sehr viel Wert auf Kommunikation lege und demnach auch als Zuckerl mehr oder weniger diese Coach-Calls anbiete, dass wir uns regelmäßig austauschen, nicht nur eben über gewisse Tools und das schriftlich, sondern dass man sie halt auch entweder persönlich sieht oder das über einen Videocall macht. Und ja, ich komme aus der Praxis, das heißt, ich bin nicht nur im Triathlon aktiv gewesen mittlerweile, sondern habe auch... Ah, du hast gelernt. Auch im, ja, kann ja wieder werden, auch im Ultra-Bereich meine Erfahrungen gemacht. Das heißt, ich glaube, ich weiß aus der Praxis auch, wovon ich rede. Und natürlich zu guter Letzt darf man nicht vergessen, ich bin natürlich auch Coach im besten Team der Welt und das alleine spricht ja für sich, glaube ich. Ne? Und du bist Teil des besten Podcasts der Welt mittlerweile, also von daher. Oh ja. Ja, wobei, das ist korrekt. Wobei du deine Kollegen und Kolleginnen, glaube ich, durchaus schätzt, die genannten oder ähnliche. Also, die haben auch ihre Berechtigung, oder nicht? Nein, natürlich. Ja. Jeder ist, ich möchte niemanden irgendwas abstreitig machen, sind alle ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich weiß nicht, inwiefern jetzt gerade was das Team betrifft und Veganismus da schon angekommen ist. Ich glaube, es wird immer besser. Liebe Andi Falter ist ja da auch ein toller Vorreiter. Und insofern können wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Man kann auch, wenn man sich vegan ernährt, unabsichtlich mal einen Marathon laufen, weil man sich denkt, man will nicht mit der O2 zum Ziel fahren, da läuft man lieber gleich hin. Ja, so kann machen, ja. 2023, weil warum auch nicht? ich würde da gerne eine Frage gleich vorziehen, ja. Quasi. Ja. Weil du hast es gesagt, du kommst aus dem Ultrabereich, du hast Triathlon selber gemacht und bist natürlich ein Triathlon-Trainer und ausgebildeter Athletik-Coach oder wie auch immer wir diese Ausbildungen nennen, Trainingsinstruktor, Chef-Coach, Drill-Instructor. Aber was ist genau deine Zielgruppe? Weil wenn man so sagt, es gibt sicher Leichtathletiktrainer, die auf Kurzdistanz Straße gehen. Oder es gibt, ich weiß nicht, ob du jetzt so der perfekte Hürdenlauftrainer bist. Aber du bist ja doch bei deinen Athletinnen, glaube ich, relativ stark im Triathlon und im Ultrabereich unterwegs. Ist das deine Zielgruppe oder bist du da wahlfrei? Naja, zum einen bin ich als Trainer lebe ich natürlich den Triathlon-Sport schon mit all seinen Facetten, sprich auch Duathlon ist ein Thema, das ich wirklich sehr unterstütze und auch selber gern praktiziere, obwohl ich jetzt noch nicht wirklich dazukommen bin. Aber nachdem ich ja vom Laufen komme und eben auch im Ultralaufsport eine Leidenschaft entdeckt habe, ist das halt so meine zweite Herzensangelegenheit. Und was Leichtathletik an sich betrifft oder Bahnlaufen, das habe ich ja in meiner Jugend praktiziert und finde in dem Fall eben auch nicht uninteressant und bilde mich ja da auch weiter, zum Beispiel mit der Ausbildung jetzt konkret gerade zum Leichtathletikinstruktor. Also auch wie früher in meinem IT-Leben war ich auch eher ein bisschen der Generalist, der sich dann halt auf mehrere Standbeine gestellt hat. Und ich sehe das jetzt auch
im Sport so. Es ist einfach ja im Triathlon-Bereich, im Ultra-Trail-Bereich, auch im Ultra-Straßenlauf-Bereich einfach zu spannend, um da eines komplett hervorzuheben, ja, oder auf eines sich komplett zu fokussieren. Und das ist vielleicht auch ein guter Übergang, weil wenn zu deinem, sage ich jetzt einmal, Portfolio an Dingen, die du anbietest, du hast ja auch, man kann dich auch für Wettkämpfe irgendwie als Unterstützung nehmen, und die Frage war auch, ob du Laktattest machst oder beziehungsweise wie du dann deine Zonen dir ermittelst, nach denen du dann deine Schützlinge laufen lässt. Ja, Laktatdiagnostik gibt es natürlich bei mir. Und finde ein sehr gutes Trainingssteuerelement. Wird dann eben auch ganz individuell ausgewertet, beziehungsweise muss man dann eben auf die individuellen Bedürfnisse Rücksicht nehmen. In dem Fall von Triathlon bis zu, ja, im Ultra-Trail-Bereich oder Ultra-Lauf-Bereich versuche ich andere Trainingsbereiche beziehungsweise andere Faktoren einfließen zu lassen in der Auswertung. Wir versuchen da, wie wir es eh auch bei euch machen jetzt, da mehr an der aeroben Schwelle zu arbeiten, was die Grundlagenausdauer betrifft, noch härter dran zu arbeiten. Und wenn jetzt jemand neu ins Training einsteigt zum Beispiel und eher Straßenlauf macht, dann sehe ich das bei den Pulswerten jetzt nicht so dramatisch im Grundlagenbereich zum Beispiel. Ja, also die Auswertungen werden immer individuell angepasst. Und das ist ja auch was ich schon öfters erlebt habe. Wir haben schon einige Male aufgrund von zum Beispiel letztes UTMB-Training relativ drastisch dann irgendwie unsere, dass man dann irgendwie, hat man plötzlich nach einem neuen, ich kenne mich ja jetzt nicht so aus, aber nach irgendeinem neuen Pulsmodell, weil das irgendwie besser für das passt und so. Also wir waren da schon immer sehr, sehr situationsflexibel. Ja. Und so, weil auch irgendwie die so ein bisschen auch so Fragen kommen, ob du jetzt irgendwie nur Garmin-Läufer machst, ob die Uhren egal ist oder welche Tools du da benutzt. Also ich glaube, man kann da so schon irgendwie zusammenfassen, dass du da dass Situationsflexibilität da halt ganz wichtig, dass du da nicht auf eins versteifst, weil es war auch eine Frage, ob du irgendwie Puls, Watt, Pace-Angaben machst. Also berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber es kommt einfach drauf an. Welches Tool, es geht gar nicht so sehr um das Werkzeug, sondern nur was quasi für das Ziel am besten passt. Würdest du das auch so von dir behaupten? Genauso würde ich das sehen, ja. Diese Uhrenmarken, ja, früher haben wir immer ganz gern gewitzelt drüber, ne? Sunto gegen Garmin und so weiter. Du witzelst heute noch drüber. Ja, muss ja keiner wissen. Egal, nächstes Mal kommen wir mit einer Polar. Und zwar einer von 1997. Prinzipiell sind die Tools ja, wie du gesagt hast, egal. Ja, das stimmt schon. Die Daten, die ankommen, also ich verwende Training Peaks, sind etwas unterschiedlich, aber die wichtigen Daten, die ankommen, eben wie Puls, Watt, Pace, die genügen. Und ja, die Antwort, es kommt drauf an, die passt meistens. Es ist halt auch von der Trainingssteuerung, ob wir jetzt Puls, Watt oder Pace verwenden, hängt eben auch von der Zielsetzung und Leistungsfähigkeit ab. Aber generell kann man sagen, dass zur Ausbildung von der Grundlagenausdauer der Puls einfach das beste Steuermittel ist. Ja, und bei intensiveren Einheiten kann man dann auch mit Pace oder Watt arbeiten, wobei ja gerade im Triathlonsport, ja, auch was das Rad betrifft, auch mit Critical Power Werten, wenn man Wattwerte hat, auch in Low-Intensity-Bereich man mit Wattwerten durchaus arbeiten kann. Ja.
Aber soweit ich es mitgekriegt habe bei dir, ist es, du nimmst alles, was du kriegen kannst an Daten und mischst es zusammen und versuchst es auszuwerten. Also man kann da jetzt da quasi nicht zu viele Daten überreichen. Ja, das kann man nicht. Die Daten, die sinnvoll sind zum Verarbeiten, die verarbeite ich, und alles andere ist halt, manche Uhren bringen dann eben, obwohl ich es nicht brauche, auch eine Hochrechnung der Wattwerte mit, ja, obwohl es eigentlich kein Wattsensor am Schuh gibt, wie von Stride jetzt, sondern der misst es dann halt übers Handgelenk irgendwie. Ja, wenn es nicht braucht, dann ist es schön und gut, aber irrelevant. Ja. Aber prinzipiell bin ich durchaus datenaffin und hab's gern. Ja. Lieber zu viel als zu wenig. Und ich würde sagen, zwei Fragen, die mir noch irgendwie so rauspicken, ist, machst du auch Marathon-Pacer grundsätzlich? Wenn ich fit genug bin, ja, gerne. Also sagen wir so, einen 5-Stunden-Marathon traue ich dir jetzt zu, für den könntest du pacen. Ja, das wird sich, glaube ich, ausgehen, ja. Und eine Stunde für 5 Kilometer, glaube ich, das traue ich da auch noch zu. Alles, was schneller ist, schwierig. Naja, zwar 30er-Marathon wirst du nicht pacen. Also unwahrscheinlich. Und dann ging es noch so, welcher Stellenwert Athletiktraining für dich hat. Also wie hoch dein Anteil in den Trainingsplans Grundlagen versus irgendwie spezifischer Vorbereitung, wie das so der Aufbau deiner Trainingspläne ist. Darf ich das beantworten? Bitte. Fütz hoch. Der Stellenwert ist fütz hoch. Von Stabi und Grundlagen und Rumpf und Kraft und es sind ungefähr 99,7% zu viel. Also, das stimmt natürlich nicht, lieber Peter. Ja, man kann ja dem Athletiktraining gar nicht genug Stellenwert einräumen, gerade bei den Läufern, aber auch im Triathlon. Es ist halt einfach Rumpfstützkrafttraining, einfach das Stiefkind der meisten Ausdauersportler. Und auch das Zacheste für viele, sage ich jetzt mal. Dabei ja, ist es eben wichtig, zum einen Verletzungsprophylaxe, Lauftechnik bzw. Laufeffizienz. Ja, wenn ich immer nur drinnen sitze oder irgendwann die Stützmuskulatur ermüdet und dann drinnen sitze, leidet die Laufeffizienz und Verletzungsanfälligkeit wird höher, also das zum einen. Und ja, man kann der Rumpfkräftigung nicht genug Stellenwert zuschreiben, wobei auch, weil die Frage gekommen ist, wie hoch das eben bei den Trainingsplänen ist in den jeweiligen Phasen, also so wie es das du behauptest, Peter, ist es ja auch nicht, dass du da fast jeden Tag auf der Matte liegst. Ja. Doch. Wegen anderen Gründen. Ne? Egal. Auf der Matte ist auf der Matte. Aber es ist besser für dich, Peter. Ich würde schon 1 bis 2 Mal pro Woche würde ich Athletiktraining einbauen. Je nach Phase, wobei man natürlich auch im spezifischen Krafttraining eine Rumpfkräftigung abbilden kann. Ja, also wir machen dann auch im Winter eben vermehrt dezidiertes Krafttraining, und ab einem gewissen Leistungsniveau, wenn ich mit einer Langhantel frei arbeiten kann, dann habe ich da automatisch auch einen Rumpfkräftigungsanteil dabei und muss nicht dann noch extra Athletiktraining einbauen oder nicht ein zweites. Ja. Aber ich finde, an dem kann ich so, weil wie lange, glaube ich, trainierst du mich jetzt schon 4 oder 5 Jahre? Ich glaube, so irgendwas um den Dreh. Und wie sich das Krafttraining bei dir verändert, das zeigt einfach, wie krass. Ich glaube, also in keinem Jahr machen wir irgendwie dieselben Übungen. Jedes Mal zauberst du irgendwelche neuen Übungen aus dem Hut. Ich glaube, zu Beginn haben wir fast gar, da haben wir noch nicht so viel gemacht. Aber das hat sich immer mehr gesteigert und immer total verändert über die Jahre.
Das ist richtig. Ja. Wobei, sind jetzt der Crossfitter die besseren Läufer? Weil die machen ja die ganze Zeit nichts anderes als diesen Krempel. Ja, aber die machen dafür kein Grundlagentraining, oder? Ach so, ja stimmt, die machen nur High Intensity. Ja, denen fehlt es halt an der Ausdauer dann, ja, was Laufen jetzt betreffen würde. Ja. Aber ich habe das früher, ehrlich gesagt, ganz gern kombiniert, dass wenn irgendwie, ich magst du vielleicht nicht immer gut gefunden haben, aber früher habe ich, wenn Stabi-Training drin stand, bin ich dann immer Crossfitten gegangen. Ich fand das irgendwie ganz gut. Naja, wahrscheinlich, weil es mehr Spaß macht, ne? Also alleine auf der Matte zu kugeln und... Ja, und ja. Weil du halt viel, also ich zehr da irgendwie noch immer davon, weil du halt in der Stunde 40 Minuten Technik geübt hast und dir die einzelnen Bewegungen quasi relativ langsam und relativ wenig Gewicht die richtige Technik angeeignet hast, dann hast du irgendwie 5 bis 10 Minuten ein Workout gehabt, wo du dich abgeschossen hast. Aber mir hat dieses Techniküben und ich hoffe halt, dass mir das noch immer was bringt, indem ich halt ein gewisses Gefühl dafür habe, ja. ob jetzt eine Kniebeuge halbwegs richtig ist oder nicht. Und selbst bei so einfachen Übungen wie einer Kniebeuge kann man ja relativ viel falsch machen und sich dann, wenn man auch noch Gewicht draufpackt, dann relativ aus dem Leben schießen auch. Ja. Ja, aber ich würde sagen, das waren so unsere Fragen. Immer mehr her damit. Wir suchen immer einen Grund, um uns den Schinder vom Biesenberg einzuladen. Also schickt's weiter und wir hoffen, dass euch das gefällt. Also her damit. Ja, nachdem wir jetzt das abgehandelt haben, wollen wir zum nächsten Punkt übergehen. Und da vielleicht, wir waren ja am Montag zu Gast in dem wunderbaren Podcast Schweiß und Pommes, wo wir schon ein bisschen über den Peter und den IATF gesprochen haben. Es hat sich ja in der Zwischenzeit doch einiges verändert. Wenn ihr die Ausgangslage hören wollt, dann empfehlen wir euch einfach den Schweiß und Pommes Podcast, da könnt ihr euch das vollends reinziehen. Aber Peter, magst du uns vielleicht kurz mal abholen, was sich seitdem so verändert hat? Ja, gerne. Und zwar, wir haben aufgenommen am Samstag. Wochenende, Samstag. Und direkt danach habe ich dann meine Rennplanung quasi finalisiert und wie ich fertig war, hat es ein Update gegeben, dass die Strecken geändert worden ist, was total hilfreich ist, aber durchaus nachvollziehbar. Also die Streckenänderung ist passiert im letzten Teil, weil da geht es nochmal rauf auf den Batscherkofel, also auf 2000 und ein bisschen was Meter. Und oben an relativ ausgesetzten Weg entlang, diesem Zirbenweg. Und der Wettervorhersage plus der aktuellen Wetter- und Schneelage dort oben geschuldet, haben sie es vermutlich aus Sicherheitsgründen einfach gesagt, das geben wir uns nicht, weil es ist halt am Ende des Rennens. Da sind Menschen dann schon müde. Und wenn ich dann irgendwo am Berg herumtanze und es regnet, hat 0 Grad und der Schnee liegt noch, dann kann das halt blöd sein. Und dementsprechend haben sie 5 Kilometer rausgenommen. Und jetzt haben wir eine Gesamtstreckengänge von circa 98 Kilometer. Und sie gehen am Schluss auf 1700 Meter, quasi bleibst du. Also das heißt, du gehst nicht ganz rauf auf 2000, sondern du bleibst auf 1700 Meter, laufst quasi direkt gerade rüber und dann so fertig, wie man halt vorher quasi das in der Strecke auch drinnen gehabt hat. Das heißt, du laufst bis zu dieser Hütte, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Sistranseralm. Genau, und von dort. Und du verlierst ja nicht nur 5 Kilometer, sondern auch ein paar Höhenmeter. Genau, du verlierst ungefähr 300 Höhenmeter, weil das sind halt, du gehst bis 1700 Höhenmeter rauf und nicht auf 2000. Ja. Weil im Endeffekt verlierst du genau einen direkten Anstieg, weil oben geht es dann flach dahin und wieder dementsprechend runter. Ja. Und es ist ein relativ technischer Anstieg und auch ein relativ technischer Abstieg und den wollten sie sich, glaube ich, einfach sparen. Ja. Vor allem, weil selbst, glaube ich, wenn es an dem Tag schön geworden wäre, wenn es die Tage davor ziemlich runterhaut, was Regen betrifft, ist es halt auch, wenn es trocken ist, wahrscheinlich nicht das Allersicherste. Und ich applaudiere immer solche Entscheidungen, weil ich glaube, das sind keine einfachen, weil mein erster Gedanke war auch, dass es mir irgendwie leid tut für dich, weil du dich ja auf dieser Strecke vorbereitet hast, auf dieser Zeit vorbereitet hast und jetzt sich so ein bisschen wie ein anderes Rennen anfühlt, kannst du vielleicht dann noch berichten. Und dass dann immer so ein bisschen einen
weiß nicht, ob es dir so geht, aber für mich dann manchmal so einen faden Beigeschmack hat, weil man dann denkt, man ist nicht das richtige Rennen gelaufen. Erstens, ich bin auch immer dafür, wenn man Sicherheit über irgendwie Ego stellt. Also da muss ich sagen, besser einmal zu viel quasi sicherheitsmäßig abwägen, als dass man nachher sagt, oh, leider drei Leute sind abgestürzt. Auf die Frage, ob es sich anders anfühlt, naja, es ist schade, wenn es nicht hundertprozentig vergleichbar ist mit dem, was wir zuerst gemacht haben. Aber nachdem die ersten, weiß ich nicht, 85 Kilometer gleich sind, kannst du das relativ einfach nachher hinten raus durchrechnen und sagen, okay, das wäre jetzt da ungefähr die Zielzeit gewesen. Und das ist auch verständlich. Also es tut nicht so weh, wie gedacht. Da nimm es, wie es kommt. Vor allem, es hat ja die Wetterprognose wirklich schon zweimal gedreht mittlerweile. Es war so, dass es geheißen hat, es regnet von Freitag bis quasi Samstagabend, also während des kompletten Rennens, durch bei 0 bis 15 Grad, das heißt oben eher 0. Und jetzt schaut es schon wieder ein bisschen besser aus. Also ich bin schon ganz gespannt. Es hat sich aber auch die Pflichtausrüstung geändert, das heißt Regenjacke ist jetzt Pflicht. Ich war ja verwundert, dass es nicht von Anfang an schon Pflicht war. Es war relativ wenig Pflichtausrüstung die ganze Zeit. Also hat uns auch irgendwie gewundert, dass für ein Rennen, das durchaus alpin ist, dass da so wenig gefordert wird. Ja, aber beides sind Tiroler. Also ich glaube, in Tirol fängt alpin einfach nicht unter 2000 Meter an. Bei Wienern und Burgenrennern ist ja auch schon das Leitergebirge, das natürlich das schönste Gebirge der Welt ist, alpin. Aber in Tirol, die denken sich halt, naja, wenn du auf eine Alm gehst, brauchst du keine Regenjacke. Und für alle Schweizer gibt es natürlich auch das Leitergebirge der Schweiz in der Schweiz, das heißt die Barburg. Auf alle Fälle habe ich dann noch ein bisschen das angepasst. Ach ja, lange Ärmel, lange Hose ist auch Pflicht jetzt da. Ja, genau. Ja. Aber und sie haben eure Strecke auch angepasst. Genau, also wir fallen eben um dieselben 5 Kilometer mit den 300 Höhenmeter auch um, weil wir quasi ja die letzten 37 Kilometer gelaufen werden, die du auch laufst. Und wir dementsprechend halt auch dann bei 1700 Meter stehen bleiben und im Endeffekt genau die Strecke Streppe laufen, das ist genau dasselbe Problem. Mir ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, mir hat das jetzt nicht sonderlich gejuckt, weil für mich war es, ja, Bonuslauf. Mir ging es generell nur darum, endlich wieder mal bei einem Wettkampf dabei zu sein und wieder mal mit dem Jordi zu laufen. Also ich habe das, hat das kaum gejuckt, muss ich sagen. Aber bevor du vielleicht so ein bisschen einsteigst in was du dir jetzt vorgestellt hast und wie du dir das vielleicht überlegt hast, wollen wir vielleicht den Trainer kurz zum Wort kommen lassen und so ein kleines Resümee geben. So, ihr trainiert sie jetzt seit 5, 6 Monaten. 6 Monate. 6 Monate miteinander. Und ich meine, ich glaube, der Peter ist jetzt nicht mit einer schlechten Ausgangsbasis reingestartet, aber wenn uns vielleicht so ein kleines Resümee gibst, wie zufrieden du irgendwie bis jetzt warst mit der Entwicklung und ob es irgendwas gegeben hat, wo du gedacht hast, mit dem hättest du jetzt so nicht gerechnet? Prinzipiell ja. Wir arbeiten schon 6 Monate zusammen. Klingt jetzt vielleicht viel, ist aber alles relativ. Ja. Wir haben einen Bewerb hinter uns gebracht, der Lindkogel Trail, wo man halt einmal richtig gesehen hat, dass die Richtung stimmt. Das war wirklich für mich eine sensationelle Leistung. War super zum Zuschauen. Wir waren ja auch zusammen mit meiner Kollegin der Nadine waren wir vor Ort auch und haben Zwischenzeiten genommen und war von Checkpoint zu Checkpoint gedüst und haben das sehr gerne im Vorort mitverfolgt und bestaunt. Insofern die Richtung stimmt, der Weg passt. Mein großes Sorgenkind, muss ich immer noch dazu sagen, ist die Achillessehne, die
halt ja so ein bisschen eine Wundertüte ist. Und für mich auch als Coach ist es halt schwierig, auch da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen. Da geht eigentlich nichts, da bin ich mehr oder weniger nur Passagier. Insofern bei all dem Einsatz und Lob, was man ja wirklich geben muss, weil es ja für dich, Peter, nicht so einfach war, aus dem Tralala-Training da jetzt in ein strukturiertes Training einzusteigen, was du super umgesetzt hast. Aber was ich mir nur wünschen würde für die Zukunft, ist eben Achillesmäßig und generell ein bisschen besseres Körperverständnis. Ja. Sprich. Du zahlst mal jetzt eine Eintrittskarten für Körperwelten. Macht es wirklich Sinn, nach 100 Kilometern, 5 Tage später auf der Bahn zu starten beim allseits beliebten Night Track? Ja. Ich habe mich da nicht angemeldet. Und wenn du da noch die Sache, was Regeneration und so weiter, wenn es das noch ein bisschen besser, man verstehen wirst du das, so bist du ja. Ja, ignoriere es einfach nur hart. Genau, aber wenn es das spurprofessioneller angehst, dann bin ich davon überzeugt, dass da noch viel möglich ist und eine ganz spannende Reise auf dich wartet. Aber hättest glaubt, ja, vor 6 Monaten, ich meine, die Zielzeit hat sich ja, das haben wir ja auch im Schweiß und Pommes Podcast schon besprochen, ja irgendwie von, noch ohne der 5-Kilometer-Änderung hat sich ja irgendwie von sub 17 auf sub 15 geändert. Was ja, 2 Stunden sind jetzt schon noch eine Ansage. Ich meine, das ist, ja, also zumindest aus meiner Warte war da schon eine Entwicklung da. Ich habe immer gewusst, dass in Peter viel Potenzial steckt, aber ja, dass das in so kurzer Zeit, dass so viel weitergeht, mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht so gerechnet. Ist das auch was dich überrascht hat? Ja, dass es so gut gelaufen ist beim Lindkugel, hat mich schon überrascht. Dass beim IRTF jetzt auf 15 runtergeht, die Prognose, finde ich jetzt ein bisschen gewagt. Natürlich jetzt mit der Streckenverkürzung könnte man da eher schon hinkommen. Ja, das erste Ziel war ja, dass du den IRTF unter 17 finisht. Die große, große Quizfrage ist ja jetzt, was den IRTF betrifft. Ich meine, die 54 vom Lindkugel hast du super performt, waren halt in dem Fall im Vergleich zum IRTF relativ kurz, ja, um nicht zu sagen halt die Hälfte nur. Das heißt, das Spannende wird sehen, wie sehr kannst du das auf dem Langen auch umsetzen und diese Leistung bringen. Und dafür haben wir eben in diesen 6 Monaten, oder habe ich in diesen 6 Monaten noch keine Antwort, wie gut du das zum Beispiel punkto Müdigkeits- oder Ermüdungsresistenz umsetzen kannst. Ja. Wie gut wird das mit der Ernährung funktionieren? Gibt es Magenprobleme? Gibt es Ermüdungseinbrüche hinten raus? Also das wird spannend, aber natürlich, ja, von der Entwicklung generell bin ich schwer begeistert, ja. Keine Frage. Das ist die große entscheidende Frage, weil ich meine, man kann nicht leugnen, dass und der Peter weiß wahrscheinlich am besten, dass der Peter nicht viel getan hat dafür in den 6 Monate, dass das alles so gekommen ist. Ich meine, du hast ja trainiert wie ein Böser. Ich habe gemacht, was da steht. ich hab's, bevor ich angefangen habe zum Trainieren, euch gesagt, und es hat mir offenbar keiner geglaubt, aber wenn ich trainiere, dann trainiere ich halt auch gescheit, weil sonst kann ich es gleich lassen. Und es wurde halt alles quasi, das weiß auch mein näheres Umfeld, dem Training angepasst. Es hilft ja nichts, weil wenn ich mir das zusetze, dann möchte ich es natürlich auch erreichen. Und ich glaube,
schon an die Zeit, weil man doof wäre, wenn ich nicht dran glauben würde, dass ich es schaffen kann. Möglicherweise habe ich sie noch slightly adaptiert nach der Streckenverkürzung. Mhm. Aber ich meine, auch wenn du sie nicht schaffst, allein, dass du schon dran glaubst und dass du dir mehr zutraust als davor, finde ich, zeigt auch schon ein gewisses Selbstvertrauen in deine eigenen Fähigkeiten. Dass du, selbst wenn die Zusammenarbeit schon länger wäre und diese gewissen Fragen auch schon etwas geklärter sind, kann es immer mal passieren, dass du einen schlechten Tag erwischst, dass du umknöchelst. Das heißt, solche Zeiten bei den Distanzen sind ja nie gegeben. Aber allein, dass es, weil ich glaube, von einem Jahr, wenn da irgendwer gesagt hätte, halt sub 15 für realistisch, hättest du mir einen Vogel gezeigt. Warte nicht. Wenn er dazu gesagt hätte, traust du nie, hätte er gesagt, schauen wir mal, aber das ist eine andere Geschichte. Aber du hättest das wahrscheinlich auch nicht selber berechnet, oder das wäre jetzt nichts gekommen, was da jetzt was in den Sinn gekommen wäre. Das stimmt. Außerdem, jetzt habe ich auch hochwissenschaftlich das Ganze berechnet. So wie immer. Aber nein, also ich glaube schon, nachdem ich tatsächlich mir jetzt auf das sehr, sehr genau für meine Verhältnisse vorbereitet habe und da wirklich jede Zwischenzeit mal angeschaut habe und geschaut habe, geht sich das aus und was ist das für ein Schnitt und wie viele Höhenmeter sind das und was nehme ich zu mir, essenmäßig, trinkenmäßig und so weiter und so fort, glaube ich, dass es von meiner Seite schon eine valide Einschätzung ist, was ich mir zutraue. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den Christoph valide ist, dass er sagt, ja, das kann passen, oder ob es einfach ein, zwei dieser Wettbewerbe braucht, damit er sagen kann, ja, das geht sich aus oder da ist noch was drinnen oder was auch immer. Also, um nochmal kurz zurückzukommen auf das, was du gesagt hast, Flo, das ist ja mitunter auch durchaus entscheidend, wie selbstbewusst du an die Sache rangehst, und ich kann da auch ein Lied davon singen, was den UTMB betrifft, und natürlich kommt da dem Peter das Ergebnis beim Lindkogel sehr zugute, ja, und da wird halt das Selbstbewusstsein gepusht, und dadurch hast du natürlich die besten Voraussetzungen, um auch etwas Längeres dann gut zu absolvieren. Und deine Hochrechnung, lieber Peter, habe ich mir ja angeschaut, wir haben sind gemeinsam durchgegangen, und ich habe ganz ehrlich gesagt bis zum Herze, also bis Kilometer 73, da noch mitgerechnet, und alles Weitere lasse ich einfach aus, weil ich es nicht beurteilen kann, ja, und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich sage, ja, da brauche ich noch Daten, um dann eben wirklich das besser einschätzen zu können, ja, das ist halt noch ein bisschen, ja, Kaffeesud lesen, wenn man so will, aber die Tendenz wird hinhauen, und ich bin auch zuversichtlich, dass du das durchziehst, und dann sind halt immer noch so Faktoren, auch eben, wie wir schon gesagt haben, oder wie du schon gesagt hast, das Wetter, was ist da möglich, kannst du da deine Stärken ausspielen, kannst das trotzdem im Downhill halbwegs gechillt runterkrachen lassen. Ja. Auf die Post-IRTF-Folge freue ich mich ja schon irgendwie wahnsinnig, weil die entscheidende Frage ist ja, wie du sagst, jetzt legt sie irgendwie einen Grundstein. Und ich glaube wirklich, dass das wirklich, wirklich Früchte trägt und dass der Peter wahrscheinlich sein volles Potenzial auch ausschöpfen kann. Da wird es halt zwei, drei Wettkämpfe brauchen. Dann sind diese Fragen, von denen du, wo jetzt noch so ein bisschen Kaffeesud lesen ist, die werden dann wahrscheinlich ein bisschen geklärter sein, und dann kann man erst dann den kleinen Stellschrauben drehen, die dann wirklich das volle Potenzial erschöpfen. Und die Frage ist halt nach wie vor, ob es im Peter das wert ist, den Riesenaufwand jetzt noch lange, lange weiterzutreiben. Aber ich will der Frage ja noch gar nicht vorausgehen, weil noch ist der IRTF hier nicht gelaufen und noch wissen wir gar nicht, was rausgekommen ist. Aber diese Frage, die vielleicht zu beantworten in der Post-IRTF-Folge, die wird spannend. Das ist richtig. Da will ich mir auch noch keine Gedanken darüber machen. Das, was der Christoph gesagt hat, finde ich ganz, ganz spannend. Aus mehreren Gründen. Was hast du denn jetzt aus dem Lindkogel-Trail? Hast du da jetzt irgendwie was für die Hochrechnung rausgezogen, dass du gesagt hast, okay, weil du gesagt hast, bis zum Herz C hast mitgerechnet,
bist du das quasi gleich angegangen oder sagst du, okay, ich nehme die Daten vom Lindkogel, weil du hast ja die Herzfrequenzdaten und so weiter auch, und hast dann quasi runtergerechnet, weil länger, oder hast du daraus irgendwelche sinnvollen Infos ziehen können? Was sagst du, so tickt der Typ im Rennen? Naja, ich habe es insofern verglichen, indem wir halt beim Lindkogel haben wir die Daten, und der Lindkogel, den hast du ja mit 529XX absolviert. Und es waren doch 2400 Höhenmeter. Und in dieser klassischen Hochrechnung, was jetzt in dem Fall ein lupenreiner Sechserschnitt, und wenn du da eben die Höhenmeter, du hast jetzt ausgerechnet, bis Herze waren es 9 Stunden 30. Das heißt, eigentlich beim Sechserschnitt wärst du schon bei 90 Kilometer, sind aber erst 73. Also da hast du sogar eine Reserve eingeplant. Das erscheint mir durchaus realistisch. Und insofern sage ich, ja, das ist im Rahmen des Möglichen. Ja, und was dann weiter passiert, wird sich zeigen. Ja, das wird dann einfach das Spannende sein, wie er dann wirklich darauf reagiert. Ich meine, dass er 100 Kilometer laufen kann, grundsätzlich, das wissen wir eh, weil das hat beim CCC und letztes Jahr beim IAT einfach ganz gut funktioniert, aber da war einfach auch nicht diese Voranstrengung da, die halt jetzt da ist, und da ging es dann mehr ums Bummeln und ums Landschaftsschauen, will ich beim Peter gar nicht sagen, aber halt um irgendwie mehr den Spaß als jetzt um die Ernsthaftigkeit. Ja, wobei, ein CCC war jetzt da, also der war natürlich auf Durchkommen angelegt, aber auf Spaß auch nicht. Ja, wobei, wenn ich den hernehme und jetzt da die Zeit runterrechne, was er die erste Grundlage der Berechnung war, dass ich geschaut habe, was hat der CCC für ein Höhenprofil, wie viele Höhenmeter, wie weit ist er, und das war meine erste Idee, wie zu einer Einschätzung für einen ETF in schnell komme. Mhm. Aber ich habe es auch durchgerechnet bis Hall, Herr C, das war so meine Idee, und dann haben wir gedacht, und hinten raus schauen wir, was geht, weil ab dem Herr C ist es quasi all out, schauen, was noch irgendwo im Tank ist. Ja, genau, und da kommt es halt dann drauf an, wenn man jetzt mit Vertical Speed rechnet, kannst du das noch bringen, was du sonst halt bringst. Ja, deine 1000 Meter, 1000 Höhenmeter pro Stunde schaffst du ja in der Regel. Und insofern. Weißt du mehr wie ich? Ja. Er hatte die Daten. Du nicht? Genau. Ich habe die Daten auch, aber er kann es auch interpretieren. Ja, offenbar. Du produzierst sie nur. Richtig. Also das werden dann die entscheidenden Faktoren sein. Ja. Zum einen eben bergauf, schaffst du die Vertical Speed noch, die du eben drauf hast, zum Beispiel bis Kilometer 55. Und was geht dann im Downhill noch? Ja. Wobei wir ja auch bis, wenn man jetzt da hernimmt, diesen Romendiviert oder Hall, die bei 65 oder so sind, wir haben für 65 Kilometer 8 Stunden und ein bisschen was angenommen. Wenn man jetzt das vergleicht mit dem Lindkogel, es ist ja erheblich langsamer quasi. Ja. Weil es halt danach noch weitergeht. Also, ja. Und weil bis dorthin, also wenn ich jetzt der Hall hernehme, das sind 65 Kilometer und haben 2500 Höhenmeter. Das ist quasi Lindkogel-Style, 10 Kilometer länger. Mhm. Auch von den Höhenmeter her müsste das passen. Das heißt, wenn man es krachen lässt, müsste das bis dorthin in, lass es 6 Stunden sein, gehen. Dann bist du halt fertig mit der Welt. Dann brauchst du hinten raus wahrscheinlich 10 Stunden. Weil dann magst du nicht mehr. Aber oder Sauerstoffzelt. Oder beides. Ja, deswegen gefällt mir deine Hochrechnung ganz gut und bin ich bei dir, weil es durchaus konservativ kalkuliert ist. Die große, große Frage allerdings stellt sich ja auch hier wieder: Kannst du das denn überhaupt so konservativ angehen?
Ja, das haben wir noch gar nicht besprochen, weil der gute alte Wettkampf-Peter, wenn der an ihm rauskommt, ob er ihn dann zügeln kann. Naja, die Frage ist ja, die Frage stellen wir jetzt tatsächlich auch noch. Was zieht? Ich habe mir jetzt Planzeiten aufgeschrieben und da sind halt, was weiß ich, wann komme ich in Birgitz durch, wann komme ich beim Höttinger Bütt durch, wann bin ich in Hall und so weiter und so fort. Du bist ja eher ein Verfechter von bergauf gehst D-Herzfrequenz, bergab gehst D-Herzfrequenz. An was halte ich mich im Zweifel? An die Herzfrequenz? Wenn ich mit der Herzfrequenz schneller bin, ist eh alles super? Oder soll ich dann trotzdem rausnehmen, nur weil ich schneller bin? In deinem konkreten Fall bist du ja ein Downhill-Experte und deswegen sehe ich da die Regenerationsmöglichkeit. Das heißt, ich würde das genauso wieder handhaben wie beim IATF, dass du eben... Lindkugel meinst du? Beim Lindkugel, genau, dass du eben bergauf, uphillmäßig, die diesmal vielleicht ganz korrekt an die Pulsvorgaben haltest. Nicht so, ja, es war durchaus solide beim Lindkugel, aber hinten raus hast du es schon ein bisschen dann etwas zu viel krachen lassen, meiner Meinung nach, um da ein bisschen auch bessere Vergleichswerte dann zu haben oder dass man sagt, man kann das dann mitnehmen. Aber egal, also eben uphill-mäßig vielleicht ein bisschen strenger sein, dass man den roten Bereich auslässt und im Downhill halt ja versuchen rauszunehmen und noch mehr zu regenerieren. Ja, aber was ist rausnehmen? Also was ist rausnehmen für Herzfrequenz? In deinem Fall, glaube ich, sind so, ja, 140 wäre super, 150 ist, glaube ich, auch noch okay. Irgend sowas in dem Bereich zwischen 140 und 150. Ich habe 150 gehört. Du musst immer überlegen, mit wem du redest. Bergauf 160, bergab 150. Passt. Ja, wir haben, der Christoph und ich haben das letztens schon mal besprochen. Wenn du einen Viererschnitt runterknallst, regenerierst noch immer, weißt du, bist erst bei 145 wahrscheinlich oder so. Ich habe es ausprobiert, es kommt drauf an, es ist nämlich lustig. Wenn es eine Forststraße ist, bergab, könnte das tatsächlich funktionieren. Wenn es ein technischer Downhill ist, dann geht mein Puls relativ schnell nach oben. Ja. Weil ich mich konzentrieren muss. Ja, also ja, einfach, weil der Kopf extrem arbeitet. Ja. Da bin ich gar nicht schneller. Ja, vielleicht im Vergleich zu anderen schon, aber da knallt man noch einen Puls nach oben. Und Gott sei Dank, muss ich da in dem Zusammenhang sagen, ist ja, es gibt eigentlich nur zwei technischere Downhills, bevor wir zu dem letzten kommen. Das ist das Höttinger Bütt. Da ist ein kurzer, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter Downhill, der relativ technisch ist und steil. Und vorher irgendwo macht der Mutterräume, aber der ist gar nicht so dramatisch. Weil, also sprich, das Technische, wo es dann quasi overpacen könntest, das ist der letzte Downhill, wo es für mein Dafürhalten genau wurscht ist. Du hast nur mehr raus mit allem, was da ist und überleben. Ja, ja, dann kannst du es ja eh gechillter angehen im Downhill. Ja. Sehr schön. Ich glaube, es sind noch immer bei dem Gerät, er hat 150 gehört. Oh ja, richtig. Ach, 4 Jahre Podcast, man kennt sich einfach zu gut. Wohl wahr. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen an der Zielzeit geschraubt, aber es ist nur ab der Altranser Alm. Also bis Altranser Alm sind wir so bei 11 Stunden irgendwas. Das ist kurz vorm letzten Hupferl, also bevor man oben ist. Und dann schaut man, was hinten rauskommt. Eine Frage so grundlegend, weil ich jetzt auch gefragt habe, wie soll ich es anlegen? Wie unterscheiden sich eigentlich die verschiedenen Athleten im Training und auch im Rennen? Also gibt es da Menschen, die einfach, wo du sagst, bitte mach's einfach genauso wie im Training oder mach's bitte genau nicht wie im Training oder wo du sagst, also ich glaube, ich bin ein Wettkampftyp. Gibt es auch Menschen, wo du sagst, stell dir vor, es ist kein Wettkampf oder? Naja, natürlich gibt es genauso wie du halt zumindest früher ein fauler Trainierer warst und eher im Rennen aufgegangen bist.
gibt es natürlich genauso Trainingsweltmeister, ja, die halt im Rennen dann nicht abliefern können. Und ja, dazwischen alles, was die Welt braucht oder nicht braucht. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Auch je nach Selbstbewusstsein wiederum, ja, spielt sich extrem viel auch im Kopf ab. Ich könnte jetzt gar nicht irgendwie das so kategorisieren, ja. Ich würde mich das eher ein bisschen zum anderen Spektrum als der Peter bezeichnen. Ja, er ist jetzt durchaus eher gegensätzlich. Eher in Richtung Trainingsweltmeister als jetzt in Richtung Wettkampftyp. Ja. Kennt man das nicht aufteilen, ein Trainer? Also er schreibt dir einen Trainingsplan für einen Wettkampf, den dann ich mache. Dann trainierst du drauf hin und ich laufe einfach in den Wettkampf. Und das heißt, ich sag dir dann, wie schnell du laufen musst. Genau. Aber dann brauche ich nicht trainieren und du musst den Wettkampf nicht laufen. Win-win. Eine großartige Idee. Das ist ein neues Konzept und dann braucht man auch nur einmal zahlen. Eben. Und zwar im Wettkampf und den Trainer. Wir sind so schlau. Ich habe das hier zum ersten Mal gehört. Ja. Der Split-Brain-Trainingsansatz. Der kriegt ja die Idee mit der Doppelhaushälfte gleich noch einen ganz anderen Touch, oder? Oh ja. Großartig. Ich meine, weil dann sind wir quasi eine Person, dann ist das auch keine Doppelhaushälfte mehr, sondern ist einfach nur ein einfaches Haus. Wie erklären wir das? Unseren Frauen? Das müssen wir uns überlegen. Es ist nur mal die Idee da, wir lassen sie noch ein bisschen sacken. Vielleicht haben Zuhörer da irgendwie Tipps für uns. Und Ich hab schon einen. Was? Die steigenden Energiepreise. Wir treffen unsere Frauen nur mehr in der Nacht und nachdem der Strom so teuer ist, immer bei ausgeschalteten Licht. Vielleicht merken sie es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das für uns spricht, wenn sie nicht merken, dass wir plötzlich wie andere sind, aber das ist diesen Aspekt lassen wir einfach mal undiskutiert. Wir beschränken die Kommunikation auf fertig. Also was ist jetzt der Unterschied zu sonst? Eben, die merken das nie. Zum Glück hören sie nicht den Podcast. Und wenn sie ihn hören, haben wir ein Problem. Das ist richtig, dann haben wir einen Trainer, der es erklären muss. Ja. Bei mir ist sowieso der Christoph von allem schuld. Eben, bei mir auch. Ein Traum. Ist das eigentlich, vielleicht so als Zusatzfrage zum Trainer-Dasein, ist das eigentlich so Traineralltag, dass man von den Partnern seiner Athleten eigentlich nie sonderlich geliebt wird? Wie geht man damit um? Ja, das ist natürlich ein hartes Brot, aber alles für das Business, alles für meine Athleten. Oh, aufopfernd quasi. Ja, selbstlos ohne Ende. So habe ich dich kennengelernt. Ja. Gut, du bist leider ja nicht dabei in Innsbruck. Ja, ich leider. Bin leider verhindert. Aber wir werden dich danach. Sag ja mal, ja. Ja, wir werden dich danach wieder ins Podcast-Studio zitieren, um das Ganze zu resümieren. Ich freue mich jetzt schon. Ja, ich mich auch. Das wird schön. Weil dann schauen wir mal, ob das, was wir uns alle vorgenommen haben, auch genau so funktioniert hat. Weil jetzt können wir noch deppert reden. Richtig. Und ihr, die es gehört, könnt entweder jetzt, heute Abend oder könnt dann in der Liste schauen, was passiert ist. Frühzeitlich ist das jetzt wahnsinnig schwierig. Ja, also wenn ihr es zwischen Freitag Mitternacht und Samstag Mittag irgendwann hört, dann könnt ihr ja jetzt da auf Instagram oder Facebook gehen und uns kommentieren, anfeuern oder beschimpfen. Das ist sowas Ähnliches wie anfeuern, nur anders. Hass ist einer der großen Treiber von Peter. Ja, also meine Ultra-Run, Ultra-Fun-Playlist ist auch auf Spotify und da kann man ungefähr erahnen, wie sie das anhört bei mir auf so einem Wettkampf. Du verlinkst es noch, oder? Natürlich. Es bleibt uns, glaube ich, nicht mehr zu sagen, vor allem dem Peter, Spaß kann man dir, glaube ich, nicht wünschen, aber toi, dass dein Ziel aufgeht. Wir warten, nachdem es jetzt 5 Kilometer sind, mindestens eine Sub-14. Alles andere ist, glaube ich, lächerlich. Und möglicherweise steht auf meinem neuen Plan. Das war so klar. Ich bin. Das ist, na, da brauche ich nicht viel nachdenken. Oh mein Gott. Hau einen raus und mach den Podcast stolz.
So ist es. Alles Gute auch von mir, Peter. Danke. Danke euch beiden. Und wir werden uns ja zusammenschließen und werden danach drüber reden, wie toll das es nicht war. Servus. Ciao. Super. Grüß euch. Ciao.